Auf geht's. Einen Schritt weiter. Schritt für Schritt, wie Rulana sagen würde. Tiefen von Gruldur. Ja, also ihr seht, ne? Jetzt kommen wir hier irgendwo lang. Aber ich will gar nicht so tun, als wüsste ich, was hier passiert. Aber noch mehr Loot. Ja, nimm mal. Oh, ja, super. Für unseren Alchemisten. Dödel. So, Meint ihr? Lieber Ferdoc, Vorgrim meine ich. Lieber Vorgrim. Geht's hier raus? Ne? Ich weiß, das ist Baukunst meiner Vorfahren. Älterer Drugolak-Stil, würde ich sagen. Um die 6000 Jahre alt. Ja, also ich finde das. Jahrtausenden weht der Atem der blutigen Schlacht, die hier einst tobte. Dieser Bereich scheint damals von den Zwergen an die Gräume verloren worden zu sein. Stimmt das, Vorgrim? Da warst du doch sicherlich schon am Leben. Du siehst doch schon 6000 Jahre alt aus. Aber ich wollte gerade sagen, also, ich finde das Interieur jetzt hier auch nicht so, dass ich sagen würde, hui, da will ich wohnen. Hui sollte man sowieso nicht sagen. Ach, guck mal. Da liegt wer und hat was in den Rippen. Da liegt wer und hat was in den Rippen. Sehen alle ziemlich klein aus. Aber da die Gräume genauso klein sind, ja, da kommen ja schon wieder. Da kommen ja schon wieder so ein paar Kasper. Pass mal auf. Ein Zwerg, ein Wort. Aber irgendwie macht das Spaß, wenn. Vorausgesetzt, Honk nervt nicht. So. Honky, das sieht irgendwie fragwürdig aus, die Position mit Vorgrim. Geht mal hier noch ein bisschen beiseite. Da kommt da. Der Grolmenzwerg und der Grolmenzwerg. Grolme, noch nie was von gehört außerhalb dieses Spiels. Ist das eine mythische Geschichte oder ist das Drakensang spezifisch? So wie das Arabisch von Herrn Nasrullah hier. Hassan Nasrallah. Gibt es den eigentlich noch? So, dann haut mal rein, Kollegen. Mach schon, Honk. Alter! Er tut es wieder nicht. Er tut es erst, wenn sie bei uns sind, damit wir hier in Brand aufgehen. Warte. Könntest du das bitte wieder abbrechen? Ja. Bei Angrosch Spart. Oh, und ich sag immer, Minecraft für ist das, ist dazu ausgelegt, die Leute zu nerven. Salam. So, ja, Salami. Was befehlt ihr? Dass du dir den kleinen Pöks mal hier hinten vornimmst, diesen hässlichen. Formation! Wir sind doch hässlich, oder? Sagt der hässlichste Kerl von der ganzen Welt. Für Rondra und Farmalor. Und nein, Amix, ich bin nicht schön. Oder war das jetzt die Meise, die das gesagt hat? Ich habe keine Ahnung. Irgendeine von den Neulinge hier auf dem Kanal hat das gesagt. Dass ich nicht hässlich wäre. Ich bezweifle das. So. So, jetzt keine Feuerbälle mehr. So, dann mal los. Also ich habe vor den Gräumen keine Angst. Die sind eigentlich ziemlich Kupomat schon hinüber. Sie werden irgendwie wohl in China hergestellt, die Viecher halt nicht besonders lange. Aufgepasst! Ich sag dir, wenn du so einen Grollen, wenn du dem auf die Füße guckst und auf die Füße und steht da Made in China. Ja! Ja. So, dann haut den Grollen mal noch in den Boden und dann. Formation! Hat er da ein. Ach nee, der hat eine Lampe am Kopf oben. Ist ja mal niedlich. Da ist der tot? Nö, ja, der ist tot. Okay. Alles klar. Nur ein toter Grollen ist ein guter Grollen. Tschüss, Grollen. War das in dem Spiel hier mit der flammenspuckenden Statue später? Ich habe da irgendwie so einen Verdacht, dass da was war. Dann wird's lustig. Da kriegen wir dann später noch einen schönen Schockmoment. Ich weiß nicht, ob wir das heute schaffen werden.
Ich sag ja, wir spielen Tiefen von Gruldo jetzt hier in einer Session durch. Ja. Ich will es nicht ausschließen. Verrückt genug bin ich ja. Und genug Tee habe ich jetzt auch noch. Oh Mann, so viel Grafting-Kram. Und noch ein Schmiedehammer für Herrn Nasrallah. Hier, nimm. Du heißt ab jetzt Hassan Nasrallah. Warum ist immer noch Kampfmusik? Wir sind schon längst durch den Kram. Guck, Nasrallah, hast du noch einen Schmiedehammer? Alter, wir werden so viele Schmiedehämmer haben. Die können aber wahrscheinlich nicht gestackt werden. Lass das mal Vorgrim machen. Weißt du was? Wir haben schon lange keinen Quicksave mehr gemacht. So. Und ich darf heute nicht überspeichern über den Spielstand. Das war nämlich eigentlich das Problem. Ich habe mir früher immer gut angewöhnt, die Spielstände nicht zu überspeichern. Also immer einen neuen Spielstand zu machen, weil man ja nie weiß, ne? Schweres Gerät und jede Menge Schutt. Hier gab es Kämpfe um diese Gänge. Sie wurden zum Grab für viele. Meine Vorfahren haben hier schwere Gefechte ausgetragen. Angrosch sei ihrer Seelenfeuer gnädig. Wenn ich das richtig sehe, geht es hier in ein anderes Stockwerk. Wir sollten also erstmal hier unten vielleicht diesen Abzweiger clearen. Was weiß ich denn? Ja, ich wollte vorhin sagen, hier gibt es auch manchmal Gänge, die also nicht begehbar, weiter nicht weiter begehbar sehen und wo dann am Ende eine Wand ist. Ich darf nicht vergessen, da drauf zu klicken. Und vor allen Dingen ist es auch gut, dass wir unseren Zwergennasentypen hier vorne haben. Entschuldigung, Zwergennase. Lass dich mal ansehen. Deine Knorke ist gar nicht so zwergig. Das ist eine ganz schön große Nase. Entschuldigung. Ist aber so. Das schreit nach Falle hier. Das schreit Falle alles. Habt ihr nicht abgestürzt, Leute? Solide Arbeit. Och, guck mal, was da vorne ist. Da kämpft irgendwas. Das ist eine Smaragdspinne und ein... ich mag es gar nicht versuchen, aber... Weißt du? Die kämpfen da miteinander. Man könnte unter Umständen da tatsächlich einen Feuerball reinballern. Wenn denn der Honk das macht... ja... Wenn denn der Honk das macht, ja, könntest du vielleicht, Alter. Jetzt guck dir das an. Er macht wieder die ewige Meditation. Ja, die können wir da ewig kämpfen lassen. Ich trinke mal ein, Alter. Das ist nur noch im Teesuff zu ertragen. Könntest du denn bitte vielleicht mal... Alter, jetzt macht er gar nicht erst. Sein komisches Geeier. Ja, die machen sich da vorne noch gegenseitig fertig, ehe der Vogel hier irgendwie mal seinen dämlichen Flammenball... Ich versuch's noch ein einziges Mal. Warte mal. Mal hier versuchen. Das wäre so schön. Alter. Stöhn. Echt. Da ist irgendein Fass zerbrochen gerade. Ich versuch's nochmal. Wird zwar 100.000 Jahre dauern, bis er den nächsten Feuerball da reinballert. Jetzt schau dir das an. Nasi, könntest du vielleicht mal da irgendwie auch mal...
Ja, die Smaragdspinne wird es wohl eher erwischen, da die nämlich sich nicht so schnell generiert wie die Möbentöben. Nassi macht auch nichts. Tja. Super. Ja, jetzt wo wir hier sind, Also jetzt, wo sie hier ist, da schmeißt der Edelflammenball an den Kopf. Das kennen wir doch schon. Bilden. Es ist hier natürlich alles im Slum. Formation! Jetzt wissen wir auch nicht, ob die Amöbe inzwischen... Ein Zwerg, ein Bord. ...nicht mehr unter den Lebenden ist. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe mal, sie ist es nicht. Ah, sie ist es noch. Vorgrim. Bei meiner Axt. Nee, also, sag doch mal ehrlich, das ist doch ärgerlich, oder? Also diese Sache mit, hier, guck mal, und der hat sich auch noch einen gebrochenen Knochen zugezogen. Ach, es ist doch so herzallerliebst, was der gute Honk so macht. Und jetzt kann er wieder die Amöbe nicht fangen. Kann sie nicht erreichen. Ja, Halleluja. Gott sei es getrommelt und gepfiffen. Alter. So. Ja, ich mag das Spiel, ja. Es ist schön gemacht und so weiter und so fort, aber dann wieder solche bescheuerten Dinger. Shara! Ja, Shara. Finde ich auch immer wieder gut. So, macht mal kurz die Amöbe platt. Lasst euch bitte nicht betäuben und so. Och, das läuft doch schon. Nimm das! Für Rutger! Silber verdienter Sieg! Da schreien sie da alle durcheinander ihre Lobpreissprüche. Ein verdienter Sieg! Ja. Ausgenommen davon ist Honk. Honk, verkackt ist ständig. So, Diamantschleifstein für den Vorgrim. Ja, und die Metallteile für den Honk mit dem gebrochenen Knochen, den er gleich mal kitten wird. So. Habt ihr eigentlich schon mal mitgekriegt, wie wenig Verbände wir brauchen? Ich habe irgendwie den Verdacht, vor 10 Jahren habe ich die Verbände nur so gefressen. Ich weiß noch, dass ich ständig beim Kiepenkerl, als ich in Moorbrück war, wisst ihr noch? Bredo Bento, könnt ihr euch noch erinnern? Avestreu und so weiter. Ob wir den nochmal wieder sehen? Ich weiß es nicht. Also hier auf keinen Fall. Wäre lustig, wenn er hier auf einmal in den Tiefen von Gruldur auftauchen würde und sagen würde, fragt nicht, wie ich hierher gekommen bin. Ich habe nur einfach Waren für euch. Ach, guck mal, da haben wir eine Kiste zerhauen eben. Scheint so. Ja, Zwiedestillat, Drachenblut und so weiter, Bärenzähne. Und, nee, die Bärenzähne nimmt mal bitte schön. Unser arabischer Freund hier, der scheint für solche Dinge eine Vorliebe zu haben. Meine ich einfach mal so. So. Da haben wir noch ein kaputtes Holzfass. Da sind allerdings nur Dinge drin. Die ratet mal, wer nehmen soll. So, ja. Ach, der Honk, der wird garantiert nicht verhehlen, ne? Guck mal, ein Spinnennest. Feuermoos. Und Spinneneier. Wir hauen der Spinne voll in die Eier. Entschuldigung. Aber Stimme funktioniert besser, als ich jetzt annahm. So. Mal sehen, wann uns die Inventare überlaufen und wir uns entscheiden müssen, was wir mitnehmen und was wir wegschmeißen. Ich nehme mal an, das wird passieren. So, ich gucke mal kurz auf die Karte. Somit hätten wir diese Ecke hier hinten auch ausgeräubert. Hier ist nichts. Also geht es nur noch in diese Richtung weiter oder in diese Richtung. Nee, es war nur noch diese Richtung hier. Das war der Gang, der nach oben ging. Wo die beiden da gelabert haben, so. Hier haben schwere Kämpfe stattgefunden, schweres Gerät und bar. Ja.
Stefan meinte neulich, Alter, du zerfuckst so tierisch das RPG, aber ja, ich kann halt einfach nicht anders. Ich kann hier nicht so tun, als wäre ich, hui, ich bin Georg Honk von Honkheim und was ist euer Begehr? Ne, irgendwie, das Spiel sowas nicht. Wer sagt sowas? Okay, pass mal auf. Irgendwo hier unten. Hallo? Könntet ihr bitte euch hier irgendwo sammeln? Dankeschön. Ich will es nochmal versuchen. Wo ist er denn, der kleine Pilz? Untoter Groll. Streichen wir einfach das Un und machen wir ihn zum toten Grollen. Ist das jetzt gutes RPG oder zerficke ich hier wieder das RPG? Finde ich übrigens eine gute Formulierung. Zerficke das RPG. So, geil. Ja, super. Könntest du vielleicht gleich den nächsten hinterher feuern? Wäre nett. Kollege, Schnürschuh. Ja, super. Glaube mal, die Herren können wir auch im Nahkampf. Siehst du das wieder? Und Tralda hat ein Schwert im. Alter, ich komme hier überhaupt nirgendwo dran. Ich kann nicht navigieren. Einkreisen. Nicht navigieren. Nein, einkreisen kann ich sie auch nicht. Für Rondra und Farmalor. Das wäre schön. Reicht ihren Widerstand. Wenn ich das könnte. Ich versuche mein Bestes. So. Ja, ich versuche auch mein Bestes hier zu navigieren, Freunde. Ja! In solchen Momenten wie diesen möchte ich kein Armeeführer, also General oder so sein. Weil ungefähr so muss ich das anfühlen, wenn sich die Soldaten gegenseitig die Handgranaten auf die Füße werfen, anstatt dem Feind an den Kopf. So. Auf wie geht's? Lass das mal Thorgrim machen. Nee, ihr macht das alle gemeinsam. Ich will hier einen feinsten Kameradschaftsgeist sehen. Sag doch mal, das sind doch... Aufgepasst! Oh, guck mal, hier kriegt man Eier. Sieht wirklich aus wie Klöten. So. Ja, ich habe schon mal gesagt, das hier ist kein Kanal für Kinder. Oh, du, ich habe hier wieder was für dich, Kollege. Der wird so überladen sein. Ja, später müssen wir es dann auch noch auf andere verteilen. Aber erstmal kriegt jetzt unser Herr, weil er muss ja auch nicht viel laufen, weil wir wollen ihn ja meistens mit seinem Bogen kämpfen lassen. Alter, da sind welche durch die Tür gebrochen. Wollen wir mal wieder einen kurzen Schnellspeicherstand machen, ehe das hier... Wir sollten vielleicht auch mal einen richtigen machen. Oh. Du bist noch am Leben? Go, go, go! Sei ja. Die Grollmorin besitzen hier einst schon uns an Kuschin. Fallensteller, kleine Biester. Ach, jetzt kommt der Gang mit den Fallen. Oh, na, nicht toll. Na gut, wir lassen einfach Thorgrim vorlaufen. Bist du bei diesen Kämpfen gestorben oder in einer ihrer Fallen? Nein, habe nicht gekämpft. Niemand war mehr am Leben, als ich hier suchte. Was habe ich nur gesucht? Alles ist vergessen. Kann es sein, dass du der kleine Bruder von einem Herrn Rakorium bist? Es kommt mir irgendwie so ein bisschen so vor. Erinnere an meine Spezialität. Warum haben sich hier Zwerge und Grollme bekämpft? Die Grollmurim waren scheußliche Drachenverehrer. Warum weißt du das nicht mehr? Die Grollme haben hier unten wirklich Drachen verehrt. Seltsam, hast du hier jemals Drachen gesehen? Ich kann mir nämlich auch nicht vorstellen. Also, die haben da in Höhlen gelebt, ne? Wahrscheinlich niemals das Tageslicht gesehen. Warum sollten die Drachen verehren, die in die kleinen Höhlen überhaupt nicht reinpassen? Er betet noch heute zu ihnen, aber ich habe nie Drachen gesehen. Vielleicht habe ich es aber auch vergessen, ja.
Mann, du bist tatsächlich Rakorium in klein. Warte, nicht in Luft auflösen.